Show your hands! Show your hands! I suggest you get your things together now and fuck off. As quickly as possible! Get up! You said get up! Don't want to see your faces here again! Where do you take us? Shut up and get in. Ja, mitten im Wald. Und hier werde ich gleich zum Flüchtling. Das ist ein ziemlich krasses Experiment vom Roten Kreuz. Ich nehme an einem Rollenspiel teil und schlüpfe tatsächlich in die Rolle eines Flüchtlings auf der Flucht. Ja, ich weiß noch nicht, ob das einfach ein großes Abenteuerspiel im Wald ist, was wahrscheinlich nicht so passend wäre zu dem Thema, oder ob es einem wirklich was bringt. Ich weiß nur, ich werde die nächsten 24 Stunden irgendwo hier im Wald verbringen. Hallo. Das ist der Julian, ich bin die Daniela. Wir beide sind die Spielverantwortlichen dieses Wochenende. Wenn das Spiel losgeht, wird nur noch Englisch gesprochen. Ihr bekommt Spielkarten, wo drauf steht, welche Rolle ihr spielt in diesem Spiel. Ihr müsst euch natürlich auf diese Rolle einlassen. Das wird mein Pass, den muss ich jetzt selbst ausfüllen. Und ja, dann bin ich eine 25-jährige Tochter aus Somalia. Fahima heiße ich mit Vornamen. Und ich glaube, wie heißen wir mit Nachnamen? Abukur heiße ich mit Nachnamen. Also wir alle. Alexander, Corinna, Sandra und Sophie sind für die nächsten 24 Stunden meine Familie. Damit allen klar ist, wer wir sind, tragen wir ab jetzt Alter und Geschlecht mitten im Gesicht. Wir sind in Somalia und spielen eine Bauernfamilie, die vor dem Bürgerkrieg flieht. Das ging ja unfassbar direkt los, irgendwie mit auf uns einstürmenden Soldaten oder so. Da fühlst du dich natürlich überrumpelt. Documents are, who's the head of the family? What's up? No! Who are you? Which family are you? No! Abukur. Where do you come from? Where are your documents? I told you to get your fucking documents out. Tell me why you're really leaving. Because our farm got destroyed. Stop lying to me. No, it's not a lie. It's the truth. It's the truth. Get down, give me 5 press-ups. Why? I'm just... Because I'm telling you to give 5 fucking press-ups. Get down now. What is your name? 3. Four. Das war insofern ein guter Einstieg, als dass ich da schon das Gefühl hatte, ah ja, ich finde schon in meine Rolle rein, also ich fühle mich jetzt schon scheiße. Go inside! Run! Faster! Run! Faster! Dann werden uns persönliche Gegenstände einfach weggenommen. Zum Beispiel Handys, aber auch Zigaretten und Wasser. Und wir landen in der Ausreisebehörde. Du hast eigentlich keine Ahnung, was diese Beamten von dir wollen. Also keine Ahnung, was du da schon wieder für ein Formular ausfüllen musst, wofür das jetzt gut ist und ob das wirklich nötig ist oder nicht oder ob es reine Schikane ist. Du weißt es einfach nicht. Du weißt es nicht. Draußen werden wir dann plötzlich angesprochen. We can take you to the next border, yes, safely. And we bring you to Yemen. Okay, but that's not enough. Anything okay, it's first all. It's okay, yeah? Yeah. Wir laufen jetzt hier schon, ich weiß nicht, einige Kilometer durch den Wald. Das geht Richtung Grenze. Ob das wirklich stimmt, das weiß jetzt auch keiner von uns. Wir laufen da quasi so Schleusern hinterher. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie lange wir schon unterwegs sind. Handy habe ich keins mehr, Uhr auch nicht. Also nach ein paar Stunden unterwegs habe ich schon gemerkt, mein Team baut so langsam ab, körperlich vor allen Dingen, aber auch psychisch. Die halbe Familie hängt hinterher. Wir haben einen Affenzahn drauf. Das Problem ist halt, also ich habe keine Knochen okay, mehr. Aber und bei mir reibt pausenlos der Knochen auf den Knochen. Und das tut halt echt nee, irgendwann ich weh. Trink. Excuse me. Ja? Yeah? Just one question. How fast is it to the next border? We don't know the way to, but we think we find a way. You don't know the way? Not really. But we
just paid you. You say you will bring us to the... Das Problem ist gerade, dass alle so ein bisschen den beiden Schleppern oder Schlepperinnen in dem Fall misstrauen. Da kommen auf jeden Fall Soldaten. Hands in the air! Come on, move on! Move on. Fucking hands up! Hands up! Closer! Faster! Fucking hurry up! Come on! Get your passports and documentation out. Face down! I lost mine. It was Look, taken. That's a convenient excuse. You know? Where the fuck did you lose that's it? A fake passport! I don't know. Who's the head of the family? Why doesn't your passport have an ID number? What do you mean you don't know? It's not fake. Do you know it's where my you father. Are? Shut the fuck up! Shut I'm not talking the fuck to up, you fucking female! Ja, ich habe mich mit meiner Rolle etwas schwer getan, weil das Problem war, dass ich als somalische Tochter nichts zu sagen hatte. Das heißt, mir wurde überall der Mund verboten. Also wir sind jetzt irgendwie über die Grenze gekommen, weil die Schleuserinnen die Zöllner da bestochen haben oder so. Und wir sind jetzt im Jemen. Dummerweise habe ich tatsächlich meinen Pass verloren oder er wurde mir geklaut. Ich habe es nicht gemerkt. Ich habe auf jeden Fall keinen Pass mehr. We keep you to a place where you can sleep. Hallo. Also, das sieht ja irgendwie aus wie ein Auffanglager. Ja, so ein Flüchtlingslager. Ich fall mal ganz kurz aus der Rolle und frag dich einfach mal so als Teilnehmerin, wie du es bislang findest. So krass habe ich es mir nicht vorgestellt. Ich hatte gedacht, dass es wahrscheinlich hart wird, aber dass wir zum Beispiel gar kein Trinken behalten durften, ja, das ist schon eine Nummer zu hart, glaube ich. Habt ihr denn jetzt schon so ein bisschen das Gefühl, dass ihr euch zwischendrin so richtig reinversetzen könnt in die Rolle oder in die Situation als Flüchtling? Oder wie geht's euch da? Also ich denke, dass wir nicht mal annähernd nachvollziehen können, was die Menschen durchmachen. Da können wir ja noch 3 Tage durch den Wald rennen. Man kann es besser verstehen, denke ich mal, was jetzt mein Ziel ist, warum ich hier mitmache, um das einfach ein bisschen besser zu verstehen. Wie toll so ein Becher Tee sein kann, oder? Zuerst, glaube ich, der Papa. Diese Schüssel ist jetzt für uns alle. Ach so. Es sind 5 Gabeln da drin. One for one. Is it like pork meat? Yes. But what is it? It's pork, but I think we don't eat pork, right? We are Muslims. Okay. Hello, I'm the psychologist. I'm just here to check that you're all okay. Du hast da einfach keine Ruhe gefunden, da war ständig irgendwas los, vieles davon gut gemeint, da kamen Ärzte, da kam Essen, alles schön und gut, aber dich hat einfach keiner in Ruhe gelassen, also du konntest nicht mal eine Stunde am Stück oder so schlafen. Und dann sollen wir auf einmal unsere Sachen zusammenpacken. Das ist immer wieder das gleiche Prinzip. Du läufst irgendwem hinterher und weißt nicht, ob du demjenigen trauen kannst, sollst oder wer das eigentlich ist. Das geht immer alles so schnell. Who are you? On your knees, hands on your head. 10 press-ups now. 9, 10. And stay like that. There we go. You can stay like that for a little bit. Was sich total durch das Spiel zieht, ist, dass du irgendwann ständig Angst hast, dass gleich wieder ein Polizist, wieder ein Soldat auftritt, dich irgendwie demütigt oder irgendwas von dir will. Und ich glaube, das war so insgesamt für mich im ganzen Spiel das Schlimmste. Get your documents out. Who are you? I don't have a passport. Why don't you have a fucking passport? She lost it. Yeah. Fucking careless. It was taken. Huh? It was stolen. By who? Who took it? I don't know. Do you know where you are? Not really. You're in Jordan now. Jewelry, cigarettes. What did you have? What did you have on your wrist? We'll take that. That's a good start. Take it off. Run! Hurry up a little bit. Come on! Show your hands! Ich hatte vorher so ein bisschen Sorge, dass das vielleicht so ein reiner Abenteuer-Spaß-Trip ist. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, nein, das ist es nicht. Es macht nämlich keinen Spaß. Und das ist gut so. Schon wieder, das ist echt...
an jeder Ecke irgendwelches Militär. Where I come from? Here from Romania. From Somalia. So you are in Hungary now. Okay. And Hungary is the first border to Europe. Come on. Where do you take us? Shut up and get in. You have to shut up. They bring us to the last border, so we have to go the whole way once again. Ja, das war, glaube ich, in gewisser Weise auch ein sehr realistischer Moment, nämlich wir wurden mehrmals an der ungarischen Grenze abgewiesen, mussten dann denselben Weg wieder zurück, dann haben wir es nochmal versucht, dann wurden wir nochmal quasi aufgegriffen und das war schon total zermürbend, weil du ja auch denkst, okay, wie oft soll ich das noch machen? Machen wir das jetzt noch 10 Mal und es klappt nie? You are coming to here to steal our money, our job and to make some terrorist attacks. Where you are going to? To Sweden or to Norway or to Germany? Which country I'm talking to? Stay here for 5 minutes. It's like I'm talking a fucking different language to you. Everybody, now, in Hungary, you are not welcome. Again, I will tell you, you have to go back. Das ist schon nicht nur anstrengend, sondern auch demütigend irgendwie. Das hat bei ein paar meiner Familienmitglieder schon krassere Auswirkungen. Also die sind echt fertig. Ich habe auch keine Lust mehr, mich hinter der nächsten Ecke wieder anschreien zu lassen. Kommen Sie bitte mit mir. Gut, willkommen in Deutschland. Wir sind von der Bundespolizei. Can you speak English? Please? Verstehen Sie, was ich sage? Nein, nein. So langsam möchte ich schon auch einfach mal pennen. Oh. Oh. Sie halten sich illegal in Deutschland auf. Hier ist die Polizei. Aber ich wäre schon lieber liegen geblieben, als jetzt wieder raus zu müssen. Haben Sie in einem anderen Land Asyl beantragt? Have you applied for asylum in another country? Nein. Wir werden jetzt verkünden, wir haben eine Entscheidung getroffen, wer im Land bleiben darf und wer abgeschoben wird. Wir fangen mit der Familie Kallio an. Weiterhin waren Sie laut unserer Nachforschung in Ihrem Land auch mit im Militär tätig gewesen, sodass wir uns gegen einen Verbleib im Land entschieden haben und Sie deswegen abgeschoben werden. Es besteht für Sie keine Gefahr im Land, sodass auch Sie abgeschoben werden. Die Familie Aboko hat uns angegeben, dass sie Farmer sind, deren Farm zerstört wurde und dass sie von der Armee getötet werden. Die Gründe, warum sie von der Armee getötet werden, klingen primär erstmal plausibel, sodass die Familie Abokor erstmal eine vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung erhält. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Was fandst du denn am schlimmsten von all dem, was uns da so passiert ist? Das angeschrieben werden. Also, ja, das fand ich auch schlimm. Familienoberhaupt zu sein und immer diejenige zu sein, die immer wieder komplett angeschrien wurde und ja, das war nicht so schön. Am Schluss gibt's noch eine Feedbackrunde. Erst jetzt erfahren wir, einer der Mitarbeiter vom Roten Kreuz ist selbst Flüchtling, der eine harte Flucht hinter sich hat. I'm Ali, I'm from Syria, 28 years old, started IT. Here you feel safe, you can quit anytime, nobody will hurt you, you can go back home. You are in your land and you speak German. Me no, the opposite. There is no sleeping, tourists all the time. You don't know if next day you will die or not. Maybe you will not see your family again. Why do you think this roleplay is a good thing, a good project? I don't want to get experience about this in real life. Of course I don't like that. I want to give you one reason to rethink about these people. Don't behave with refugees like refugees. Behave them just like you, like me, like Julian. We are friends. I don't care, he's Germany, I'm Syria. Just friends. Die große Frage, die ich mir gestellt habe, war ja,
kannst du in so einem Rollenspiel dich überhaupt ansatzweise in den Flüchtling auf der Flucht reinversetzen? Und ich würde sagen, nein, so wirklich kannst du das nicht. Aber du bekommst eine Ahnung, wie hilflos und ausgeliefert sich Flüchtlinge fühlen, wenn sie immer wieder vor Grenzbeamten stehen, wenn sie immer wieder schikaniert werden und wenn sie immer wieder einfach nicht wissen, wie es weitergeht. Schon krass, ne? Wie bereits 24 Stunden einen in die Mangel nehmen können. Und es ist ja immer noch kein Vergleich mit einer echten Flucht.